Junge, wie geil ist das bitte? Oh, der Alfa Zagato ist ja nicht richtig besonders. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich in der Nähe vom Olympia-Zentrum, denn ich bin bei BMW Classic oder Classic, wie auch immer man es sagen will. Und ihr findet heute nach 2 Jahren wieder das Wheels in Weiß statt. Ich bin sehr gespannt, was uns so erwartet. Es ist jetzt gerade mal 7:45 oder so, also es ist noch nichts los. Aber ich wollte ganz früh da sein, damit ich auch die ersten gleich reinfahren sehe. Ich bin sehr gespannt. Viel Spaß euch. Okay, also ich war gerade schon mal dort bei der Einfahrt. Aber wie ich mir schon gedacht habe, ist da noch nichts los. Deswegen dachte ich mir, schaue ich jetzt kurz zu Aston Martin, weil das ja, wie ihr sicher aus dem letzten Video wisst, direkt nebenan ist. Und dann schaue ich zurück und dann ist da auch schon so langsam in die Gänge kommen. Ich schaue dann, dass ich irgendwie aufs Gelände komme, dass ich auch noch in die Werkstätten schauen kann, bevor das richtige Event losgeht. Und dann chill ich mich einfach irgendwo hin und schaue, dass ich irgendwie die Autos schön drauf bekomme. Wettercheck sagt, by the way, hier richtig schön. Da hinten kommt schon wieder Regen. Also ich bin sehr gespannt, ob das heute hält. Ich hoffe mal. Da stehen übrigens 2 V12 Speedster. EWX 707 oder wie der heißt. Und da war ich auch gerade. Nice. Zum Beispiel hier DB5 in der Werkstatt. Aber sonst ist leider nichts hier. Heißt, wir schauen jetzt noch zu Bentley und dann geht's zurück. Und bei Bentley steht übrigens hier dieser Continental Supersports. So, also so sieht das Ganze aktuell aus. Bin sehr gespannt. Die Autos sollten jetzt von da und von da kommen. Deswegen passe ich jetzt auf. Aber ich glaube, sobald es losgeht, challenge ich dann auf die andere Seite dahin oder dahin. Und gleich mal der Delta, der immer da ist bei jedem einzelnen Treffen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch kommt, aber ich denke mal schon. Inzwischen kommen sogar schon die ersten. Boah. Sehr geil. Der kommt auf jeden Fall. So, langsam geht's hier richtig los. Hier kommt jetzt schon dieser Buick, der schon öfters bei Oldtimer-Treffen da war. Und da hinten kommt noch ein roter Z8, wenn ihr das sehen könnt. Sehr geil. Ja, das ist ja sehr schön. Und hier ist er, der rote Z8. Sehr, sehr schön. Sehr schön. In Rot auch sehr selten. Mal kurz hier hinten gehen. Sehr geil. Warum auch immer er jetzt wegfährt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls der Z8 fährt gerade rein. Sehr schöner E30 M3. Ich habe, by the way, meine Kamera diesmal nochmal mitgenommen. Letztes Mal hatte ich nicht so Bock, Kamerabilder zu machen, obwohl ich sie dabei hatte. Heute schon. Heute bietet es sich auch irgendwie an und die Bilder werden noch einigermaßen gut. Und jetzt muss ich halt irgendwie versuchen, Kamerabilder zu machen und Videos. Und die Handyfotos lasse ich dann heute halt mal weg. Das ist ja kein Problem, weil die Qualität mit Kamera sowieso besser ist. Von der Auflösung her und so. Und da kommt ein schöner Achter. Habe ich auch verstanden, warum die hier die Leute wieder wegschicken. Denn es ist gerade mal 20 vor 9 und die wollen erst, dass die Leute ab 9 kommen. Deswegen werden die jetzt bis 9 noch wegschicken und erst dann reinlassen. Und das heißt, mich wahrscheinlich auch erst um 9 reinlassen. Ich habe es bisher noch nicht versucht, aber bis dahin kann ich ja noch hier draußen chillen. Natürlich auch schöne alte Motorräder. Und es kommen sogar viele Leute. Das finde ich ziemlich geil. Nur wird keiner reingelassen bisher. Aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Jetzt kommen hier schon langsam immer mehr. Und da bilden sich schon ganze Gruppen hier vor BMW Classics. Classic oder Classic, wie auch immer. Es war erst 8 vor, aber sie lassen jetzt schon langsam die Sachen rein. Also das heißt langsam, sie lassen jetzt alle rein. Das Tor ist offen. Da hinten war noch ein E-Type, aber den habe ich nur noch ganz schlecht auf der Kamera drauf. Mit dem Ducktail. Das ist echt wild. Und dann entstehen hier schon so richtig geile, große Line-Ups. Das ist geil. Hier ist er. Mit sogar so einem alten englischen Kennzeichenaufkleber. Und hinten ein richtiges Kennzeichen. Und diese Event-Vibes, beziehungsweise Oldtimer-Treffen-Vibes, die sind schon wieder so nice. Und wenn jetzt auch noch geile Sachen kommen, dann wird es heute echt ein nices Event. So, und da kommen sie alle wieder, von wo auch immer sie dabei waren. Nice. Ein kleiner Blick in die Werkstatt. Z8. Irgendein Cabrio. Klärt mich mal auf. Nice. In dieser Werkstatt steht, glaube ich, nicht so viel.
Schade. Dann gehe ich wohl mal wieder vor. Also ich muss sagen, hier sind schon echt schöne Autos dabei, wie zum Beispiel der BMW hier. Der 5er müsste das sein. Aber hier ist schon so viel Tuning-Zeug. Da sinkt so ein bisschen das Niveau. Ich hoffe, da kommen noch ein paar geile, richtig geile, seltene, unter anderem auch Oldtimer. Okay, jetzt kommen hier langsam die krassen Sachen. 2x30 CSL. Einmal mit diesem Aero-Paket, einmal ohne. Aber das ist schon echt sehr, sehr geil. Okay, ein weiteres Highlight. Turbo 3.6, 964er. So, der eine 3.0 CSL hat es reingeschafft. Der andere, der fährt gerade noch eine Runde. Den schafft es wahrscheinlich hoffentlich auch gleich mal rein. Hier hat sich schon wieder ein Line-Up gebildet. Sehr schöner E46 M3. Dahinter 3.0 CSL, Opel GT und eine sehr schöne blaue Alpine, eine alte. Lol, what the fuck? 328 BMW. Ich filme den gleich mal für euch. Aber ich habe kein richtiges Foto geschafft, als ich hier so lange gefahren ist. Deswegen muss ich erstmal kurz Foto machen und dann filme ich für euch. Junge, wie geil ist das bitte? 328 BMW. Alter, sehr geil. Aber was bei diesen Treffen auf jeden Fall ein Problem ist, ist, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, es ist für die Lunge sowieso schon zu spät. Du riechst hier einfach durchgehend Abgase. Von diesen alten Oldtimern. Ja, okay, macht Sinn. Von den Oldtimern. Das ist echt krass. Aber ich versuche mal, den irgendwie aus dem Weg zu gehen. Lol, Alfa Zagato und 328. Ah, jetzt haben die hier nochmal kurz Halt gemacht, um sich zu besprechen. Muss ich natürlich auch kurz dazu kommen und die Autos für euch filmen. Junge. Junior Zagato. Ganz kurz hier das Interieur zeigen. So schön. Ein sehr schönes Duo hier. So, und obwohl das Event gerade mal eine Dreiviertelstunde alt ist oder so, habe ich das Gefühl, flacht es schon wieder ab. Also es kommt im Moment nicht viel. Wetter sagt auch sehr bewölkt. Aber das ist gar nicht das Problem. Es kommt irgendwie einfach nicht mehr so viel. Ich habe das Gefühl, die meisten kommen einfach am Anfang. Aber vielleicht haben wir Glück und es kommt noch was. Und ich hoffe, dass der 328 nochmal kommt und dann auch einen Parkplatz findet. Und weil ich heute schon um 6:30 aufgestanden bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es schon 3 Uhr ist. Obwohl es noch nicht mal 10 ist. Es ist schon wieder laut hier. Aber das heißt, dass der Tag noch lang ist und noch was bringen kann. Offiziell geht das Event bis 14 Uhr. Und wenn das Wetter schön ist, dann fahre ich dann auch noch in die Max. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt pisst es hier auch noch. Wir haben es 9.57 Uhr, das heißt, ich gehe gleich nochmal in die Halle rein. Und da wird es dann wahrscheinlich entspannter sein als hier draußen. Dann regnet es vielleicht ein bisschen und dann geht es wahrscheinlich wieder. Also ich hoffe mal, es wäre perfekt. Speed, 39 Speedster, das ist auch ein sehr, sehr geiler Sport. So, es ist jetzt 1 vor. Es geht nochmal Richtung Halle. Und schau ich nochmal, ob ich da jetzt reinkomme. By the way, habe ich ja auch noch so ein schönes Handband bekommen. Das heißt natürlich Armband. Planänderung. Da wollen gerade alle hin. Weil es jetzt gerade öffnet. Deswegen gehe ich jetzt zur Straße und dann schaue ich in einer Viertel bis halben Stunde nochmal, wenn es da ein bisschen freier ist. Hier steht, by the way, die Hallo. Ah, die Alpine. Sehr schön. Da kommt noch eine kleine Gruppe. Die muss ich natürlich mitnehmen. Oh, das ist eine sehr schöne Rennsport-Porsche. Da noch ein Carrera, ein Dreier und ein lilaner bzw. lila-rosaner Achter. Der hat, by the way, auch im Innenraum so ein bisschen rosa in der Mitte von den Sitzen. Sehr schön. Schöner M3 E30. Und da kommen wieder die Porsche 2. Sehr schön. 600 LT. Da hinten irgendwo. So, jetzt mal kurz hier auf dem Parkplatz schauen. Hier steht schon mal der 3.0 CSL. So ein geiles Teil. Ach, hier steht auch. Oh, auch hier steht auch. Boah, Junge. Der Speedster. Sehr schöner 5er. Turbo 3.6 in Blau. Mit sehr schönem Interieur. So ein cremebraun. Und hier steht noch der Buick.
Und hier steht der andere 300cc. Nur der 328, der hat es nicht mehr blicken lassen. Sehr schade, aber vielleicht kommt der später noch. Da sieht man nämlich einen schönen 300cc in einer sehr schönen Farbe. Und dunkelbraun in 1. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Abmoderation von der Halle schon machen soll. Aber ich glaube, ich lasse es lieber noch. So, der Buick fährt weg. Boah, ist reingesund. Und inzwischen stellt man sich hier schon an den Rand, um zu warten darauf, dass man hier reinkommt. E-Type, Supra, BBX. Ja, das DBS. Stimmt. M3 Cabrio. Sehr selten, wenn er echt ist. Hier hat sich inzwischen auch ein Line-Up gebildet, weil die alle warten, dass sie reinkommen, aber sie kommen nicht rein, weil der Platz belegt ist. Ein orangener CSI. Jetzt wird es hier langsam richtig voll. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Highlights, weil im Moment kommen nur so irgendwelche alten BMWs, aber die nicht wirklich was Besonderes sind, so wie der hier. Ja, ich hoffe, es kommt noch irgendwas Geiles, sowas. Sowas wie der 328, sowas wird wahrscheinlich nicht kommen, aber halt irgendwas Geiles halt, Mann. Hier haben sogar manche ihr Motorhaube aufgemacht. Der Sache übrigens ein sehr schönes Interieur. Und hier beim Zagato kann man in den Motorraum schauen. Ist ein sehr schönes Auto, wie ich finde. Also ein bisschen komisch, vor allem das Heck hier so zusammengedrückt, aber schön. 509, ja gut. Scheiße. Z8 und Camera. Also ich chill jetzt hier in der Bushaltestelle, aber es geht echt gar nichts mehr, irgendwie seit einer halben Stunde oder so. Ich hoffe, es geht noch was, weil sonst muss ich wohl nach Hause fahren. Neu, ist ja nicht richtig besonders, da muss ich doch mal hinterher gehen. Okay, anscheinend ist doch was drin. Okay, ein 6er Rennwagen, wie es ausschaut. Und da kommt er jetzt in die Werkstatt rein. Zu den 300 CSL und dem M1. Das ist schon nice. Jetzt schieben die da drin die Autos rum, damit er da Platz findet. Und so haben wir jetzt auch noch einen Transporter. Ziemlich nice. Alpina 8er, sehr schön. Und noch ein dunkelblauer 8er, aber kein Alpina. Vintage. Das ist auch geil, jetzt stehen hier 4 8er nebeneinander. Das ist schon, sieht sehr nice aus. So, und hiermit beende ich das Video vom Wheels and Vice Würst. Das erste 2022. Ja, wo bin ich denn? Es folgen noch weitere dieses Jahr. Aber da wird es wahrscheinlich nicht so krass abgehen wie heute. Das ist immer so. Das erste geht immer total ab, die anderen dann nicht mehr. Aber ich werde sicher beim einen oder anderen noch vorbeischauen. Und ja, die Highlights definitiv der 328. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht rumdiskutieren. Die Fahrzeughalle, die war auch sehr nice. Der silberne Alfa Romeo Zagato war noch sehr schön. Und die 230 CSL aus Pfaffenhausen. Also es war echt so zusammengefasst. Kann man es überhaupt sagen. Alles in allem war es ein sehr gutes Event, fand ich. Mir ist auf jeden Fall richtig Bock gemacht, dahin zu fahren, Fotos und Videos zu machen und euch mitzunehmen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn es der Fall ist, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ah, Speedster. Der hat da gerade umgedreht. Schwarz. Vielleicht sieht man ihn nochmal. Ich glaube aber nicht. Ah, doch, da. Ganz leicht. Wow. Und der Corvette. Aber der Speedster, den hatte ich ganz vergessen. Das war auch noch ein Highlight. Aber jetzt bin ich weg. Ciao.